Guten Morgen, liebe Radfreunde. Ich begrüße euch zum zweiten Teil des Murradwegs. Wir sind hier in Bad Radkersburg und für uns geht es heute weiter bis nach Graz. Ja, die ganze Zeit so leicht bergauf. Ich bin gespannt, was der Tag bringen wird und wünsche euch viel Spaß. Die Nacht auf dem Campingplatz war wirklich sehr, sehr gut. Wir haben mega gut geschlafen und ja, die Beine fühlen sich nach den gestern 120 Kilometern doch erstaunlich gut an. Und wir waren in Bad Radkersburg gerade noch frühstücken beim Bäcker. Das werde ich euch auch noch mal kurz einblenden. Ne? Und jetzt geht's, wie gesagt, weiter nach Graz. Das sind 90 Kilometer ungefähr. Und die Strecke ist schon mal vielversprechender als gestern der ganze Tag war. Aktuell geht es erstmal so ein bisschen in den Wald. Die Steiermark ist scheinbar sehr bekannt dafür, dass es hier Kürbiskernöl gibt. Ja, habe jetzt schon mehrere Schilder gesehen, gerade hier wieder Kürbiskernöl. Und auch in Bad Radkersburg beim Kurcafé stand auch, dass es mit Kürbiskernöl gibt. Scheinbar eine Spezialität der Steiermark. Hier sieht man also auch das Rohmaterial für das ganze Kürbiskernöl. Wir sind jetzt schon an einigen Kürbisfeldern vorbeigekommen, also von daher scheint es gut zu passen mit der Region des Kürbiskernöls. Hier war gerade ein Wegweiser in Richtung des Murturms. Ich bin mal gespannt, ob wir dort vorbeikommen. Wenn wir dort vorbeikommen, werden wir sicherlich mal kurz anhalten, uns den Turm mal angucken, vielleicht auch mal hochgehen. Da ist der Murturm. Wir werden jetzt mal hochgehen. Weiter geht's nach diesem schönen Ausblick über die Mur in Richtung Murek und es dürften jetzt noch so 5-6 Kilometer sein. Wir sind gerade in Murek eingefahren und ja, wir werden jetzt die nächste Bank für ein kurzes Päuschen nutzen, dort noch eine Kleinigkeit essen und von dort aus geht es dann weiter in Richtung Graz. Für uns geht es gerade wieder etwas mehr an der Mur entlang. Übrigens auf der anderen Seite ist die ganze Zeit auch schon Slowenien. Die Mur ist damit der Grenzfluss hier zwischen Österreich und Slowenien. Der Radweg geht jetzt hier schon seit einigen Kilometern direkt an der Mur entlang. Auch schön neben mir zu sehen. Und vor einigen Kilometern hat sich der Radweg dann auch in Richtung Norden gewandt, nachdem wir die ganze Zeit
in Richtung Westen gefahren sind, entlang der österreichisch-slowenischen Grenze. Nach nun knapp 60 Kilometern lassen sich die Alpen langsam am Horizont wieder blicken. Ja, es geht aber trotzdem erstmal noch weiter flach, bis nach Graz wahrscheinlich. Wir haben laut Wegweiser jetzt noch gute 30 Kilometer bis Graz vor uns. Nach 90 Kilometern sind wir jetzt in Graz angekommen. Wir fahren jetzt ins Hotel, wo wir dann 2 Nächte schlafen werden. Wir werden uns morgen dann Graz ein bisschen angucken. Die Eindrücke von Graz werde ich euch direkt an das Video ranhängen. Nach einer erholsamen Nacht im Hotel werden wir uns heute die Innenstadt von Graz ein bisschen angucken. Und wie versprochen werde ich euch ein paar Eindrücke direkt mit in dieses Video reinmachen. Driving all night long to the place where I belong, back to where I started from, the only place that I call home. 17 around the bend, drinking with my old best friend, listening to the radio. I thought we'd stay until the end. I thought they would have changed the name by now, the owner, someone else anyhow. That's where I saw Jenny first, then I think I almost burst. I heard that she's a doctor now, she got out of this place somehow. Das soll es gewesen sein mit den Eindrücken der Stadt Graz. Wie ich finde, eine wirklich schöne und sehenswerte Stadt. Ja, und das ist jetzt auch das Ende des zweiten Teils des Murradwegs. Ich hoffe, dass wir uns beim dritten Teil wiedersehen. Bis dahin, tschüss! Das Highlight der vergangenen beiden Tage. Für Sabrina war es der Blick über die Stadt Graz oben vom Glockenturm aus wirklich toll. Blende ich euch auch nochmal ein. Für mich war es natürlich auch die Stadt Graz, aber ich fand tatsächlich den Murturm mit dem Blick über die Mur irgendwie noch ein bisschen eindrucksvoller. Und das ist auch für mich das Highlight des Tages, welches ich euch auch nochmal einblende.